Was sind denn überhaupt generell die Themen, wie ich, dass ich aus, wo ich aus, als individueller Softwareentwickler hier mehr Kunden ziehen kann? Und immer wieder so kleine Fleckenteppiche, und jetzt mittlerweile ist sozusagen das SAP, was Sie eigentlich im Kern mal gehabt hatten oder mal gekauft haben, mehr oder weniger mit dem eigentlichen SAP überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und da brauchen Sie dann auch logischerweise sehr häufig eben auch Dienstleister, die Sie dann unterstützen, das Ganze wieder aufzulösen, zu konsolidieren etc. pp. Und S4HANA transformationsready zum Beispiel zu machen. Also das ist ein riesiges Thema schon seit Jahren. Und zwar so sinnvoll, sich ineinander verzahnt und wie so ein Puzzleteile zusammensteckt, dass Sie eben letztendlich genau Ihre Probleme gelöst bekommen. Und jetzt hier mal drei Punkte, mal konkret werden hier. Deswegen Maschinenbauer. Okay. Und dann wir bei Klein Marketing ja schon seit Jahren immer wieder unsere Listen aufgebaut und so weiter. Also haben wir echt einen großen Schatz an Kontakten, hunderte von Kontakten, tausende von Firmen schon uns aufgebaut. Und deswegen können wir da auch einen Shortcut liefern, auch operativ für unsere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten wollen bei Klein Marketing. Also gerne bei uns einen Termin buchen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung für IT-Businesses und insbesondere hier die Softwareentwicklung und da wiederum insbesondere zwei große Kategorien. Das eine ist die Standardsoftware, Entwickler, Berater, alles was es da so gibt, insbesondere SAP, aber auch Oracle, Adobe etc. pp., andere Systeme auch, haben wir schon Dienstleister gehabt, die hier sich spezialisiert haben, Sitecore und andere Sachen. Und auf der anderen Seite die individuelle Softwareentwicklung. Und da habe ich zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht mit ganz kleinen Solopreneuren bis Firmen, die, sagen wir mal, gerade im Aufbau sind, vielleicht ein paar Mitarbeiter haben oder ein paar Freelancer und auch schon ganz größere Firmen, sagen wir mal 20 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter. Aber hier insbesondere eher die kleineren Firmen, in Anführungsstriche. Und da habe ich zum Beispiel auch mal, war ich mal eine, so eine Art Mastermind oder Training, Final Freelancing, und dort wurden zum Beispiel auch Digital-Experten ausgebildet, Freelancer, sogenannte Top-Freelancer, und das hat für viele auch ganz gut funktioniert, aber für einige auch weniger gut funktioniert. Und da habe ich eben damals schon in dieser Community erkannt, sehr schnell auch, das ist wieder 2 oder 3 Jahre her, dass sie insbesondere überproportional oder mehr oder weniger fast alle, die mit individueller Softwareentwicklung oder generell Softwareingenieure und Entwicklung zu tun hatten, da einfach diese ganzen, sagen wir mal, Pauschal-Trainings eben nicht so gut funktionieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann das etwas besser. Und da habe ich mir dann zunehmend auch nochmal in meinen Trainings, ja, auf individuelle Softwareentwicklung spezialisiert. Ja. Und wenn ich mal ganz weit zurückdenke, wie ich quasi viel auch bei, als Coach und Trainer unterwegs war bei vielen B2B-Marketing-Agenturen und dergleichen, da war es immer wieder auch so, dass sich letztendlich die Standardsoftware, ja, Dienstleister oder direkt, wenn man mit einem Hersteller gearbeitet hat, zum Beispiel damals mit großen Herstellern, ja, wie eben SAP und dergleichen oder Kaspersky oder Adobe und was wir da halt so alles hatten als Kunden damals, also ganz früher, wo letztendlich auch noch gar nicht die Lösungen teilweise noch gar nicht in der Cloud waren, sondern man musste das alles noch installieren und so weiter. Also das CAD-Software und dergleichen, Autodesk und so weiter. Ich weiß noch, das ist ungefähr Luftlinie, so 1 Kilometer oder 2 Kilometer entfernt waren wir damals gegenüber von Autodesk und Tech Data und so weiter. In der Hoffmannstraße, glaube ich, war das, genau. Und fast forward, habe ich letztendlich auch immer viele Anfragen von zum Beispiel Softwareentwicklern, die sich mehr so im Open-Source-Bereich bewegen oder sich hyperspezialisiert auf einen Tech-Stack in der individuellen Software, sogenannten individuellen Softwareentwicklung oder Customized
Individualsoftware heißt es ja. Customizing ist wieder was anderes. Das ist sozusagen standardisierte Software anpassen. Soweit kann man die natürlich dann häufig auch anpassen, dass sie fast schon wieder wie eine individuelle Software ist. Und dann kommen wir so richtig ins Geschäft, weil es gibt natürlich viele Firmen da draußen, die haben zum Beispiel SAP seit Jahrzehnten im Einsatz und haben dann immer wieder was dran gebaut, immer wieder was gecustomized. Und immer wieder so kleine Fleckenteppiche. Und jetzt mittlerweile ist sozusagen das SAP, was sie eigentlich im Kern mal gehabt hatten oder mal gekauft haben, mehr oder weniger mit dem eigentlichen SAP überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und da brauchen sie dann auch logischerweise sehr häufig eben auch Dienstleister, die sie dann unterstützen, das Ganze wieder aufzulösen, zu konsolidieren etc. pp. Und S4HANA transformationsready zum Beispiel zu machen. Also das ist ein riesiges Thema schon seit Jahren. Nicht umsonst hat SAP, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal ja, die Deadline voll nach hinten raus verschoben, wie lange sie noch das alte R3-System 6.0 und wie sie alle heißen, Versionen noch supporten. Ja, aber ich glaube, jetzt ist das letzte Mal verschoben worden. Ich schlage mich tot auf 2026 oder 2025 oder irgendwie sowas. Also sie haben schon ziemlichen Druck, manche Firmen, manche haben das schon längst hinter sich, aber da gibt es noch viel zu tun. Und es gibt tendenziell im deutschsprachigen Raum weniger Leute, als gebraucht werden. Ich weiß von SAP-Dienstleistern, die sind über 2 Jahre im Voraus ausgebucht für manche Bereiche im SAP-Kernsystem. Okay, das ist das eine. Das andere ist das Individuelle. Und das Individuelle, da tun sich manche noch viel, viel schwieriger. Ja, warum? Das habe ich ja jetzt teilweise schon auch begründet oder auch erklärt. Weil es eben individuell ist. Ne? Da gibt es einfach weniger Standards, weniger Zwang. Ne? Also es wird niemand gezwungen, erstmal, ne, also sich ein Java-Tech-Stack ins Haus zu holen oder eine Installierung oder ein PHP, Laravel oder was auch immer. Ne? Das ist sozusagen mehr oder weniger eine sogenannte freie Entscheidung oder zumindest, ja, müsste man so meinen. Aber was ich jetzt hier nochmal grundsätzlich mal vergleichen möchte, ist Standard versus individuelle Software. Es ist letztendlich, wenn man da tiefer reingeht, und das ist auch der Grund, warum diese ganzen generellen Coachings und Trainings, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und teilweise sehr erfolgreiche und auch sehr reiche Coaches und Consultants und alles Mögliche sind. In diesem speziellen Bereich, wenn es um Softwareentwicklung geht und dann nochmal Standard-Softwareentwicklung und dann nochmal individuelle Softwareentwicklung häufig scheitern und mit ihren ganzen Programmen und Trainings und Verkaufs- und Psychologie und Positionierung und Skalierung und Zielgruppendefinition und so weiter und so weiter, nicht wirklich Erfolge haben, weil es eben so spezifisch ist, dass man da wirklich ganz tief rein muss. Man muss quasi selber schon ein Ingenieur sein, ja, im Verständnis zumindest. Ich muss jetzt nicht da sitzen und coden als Vertriebler, aber ich muss es schon wirklich ganz gut verstehen. Und hier in diesem Video möchte ich mal 3 Punkte rausgreifen, warum letztendlich es sogar einfacher sein kann, wenn man verstanden hat, wie die Zielgruppe tickt, oder vielleicht sogar die Zielgruppe besser verstanden hat als die Zielgruppe sich selbst. Ja, im Idealfall. Weil dann kann man den Kunden auch führen und nicht, also häufiger denn je, ist es so, dass ein Kunde, der letztendlich sagt, er braucht eine Softwarelösung, eigentlich Führung braucht. Ja, eigentlich sagt er, okay, ich bin eigentlich lost, ich weiß eigentlich gar nicht richtig, was ich will. Ja, also nicht immer, aber häufig. Und eigentlich brauche ich jemanden, der mich berät, also mir Beratung gibt und gleichzeitig dann auch die Lösung. Und besonders die kleineren Firmen mit den kleineren Budgets, wir reden jetzt hier von 50.000, 150.000 bis, sagen wir mal, bis 500.000, die können und wollen sich auch nicht irgendwie 2, 3 Dienstleister gleichzeitig leisten. Und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Ja, dass sie sagen, okay, wir holen uns hier einen teuren Berater ans Haus und dann nochmal jemanden, der einen Umsetzer ans Haus und dann nochmal ein Frontend und dann nochmal ein Backend. Die wollen idealerweise einen Dienstleister, der das alles irgendwo kann und zwar so sinnvoll sich ineinander verzahnt und wie so ein Puzzleteile zusammensteckt, dass sie eben letztendlich genau ihre Probleme gelöst bekommen. Und jetzt hier mal 3 Punkte, mal konkret werden hier. Das eine, wo halt viele, weil, also sagen wir mal, mitunter die häufigste Frage, oh, hier wurde gut gearbeitet, fleißig. Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist letztendlich von Kundenseite her, oder sagen wir mal, von Softwareentwicklerseite her, von meiner Kundenseite her, was sind denn überhaupt generell die Themen, dass ich aus
wo ich als individueller Softwareentwickler hier mehr Kunden ziehen kann. Ja? Und das eine ist, also ich mache hier mal individuelle. So, Zielgruppe individuelle Software. Das eine ist das Thema, das ist eigentlich so ein Wort, das haben wir bei uns irgendwie selbst erfunden. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Neudeutsch, digitale Begleitprodukte. Okay, was das genau ist und was ich damit jetzt meine, das ich kürze es hier mal ab, dann geht es schneller. Digitale Begleitprodukte. Was? Der Stift scheint schon wieder nicht mehr zu funktionieren. Dann machen wir mal einen neuen Stift. Lila ist auch gut. Ich weiß nicht, wo die Stifte immer so schnell aufhören. Das funktionieren. Der ist von Städler. Okay, das sollte funktionieren. Digitale Begleitprodukte. Was meinen wir damit? Okay, ich versuche hier mal nicht jetzt komplett ein Zitat, also so mal wahrheitsgetreu, sinngemäß aus einem Telefonat mit einem IT-Leiter oder CIO, sowas in der Richtung von einem deutschen Maschinenbauer, einem Maschinenbauer, den es seit über 100 Jahren gibt, glaube ich, zu sagen, okay, er sagte mir ungefähr Folgendes. Er sagte, okay, unsere Maschinen, die waren über Jahrzehnte, teilweise vielleicht über ein Jahrhundert hinweg, Marktführer. Die ganze Welt wollte unsere Maschinen, wir waren die Nummer eins. Jetzt mittlerweile ist es so, ja, dann so um die 2000er-Wende, um die Ende 90er, kamen dann die ganzen Japaner oder Chinesen und so weiter, Asiaten und asiatischer Markt und so weiter, haben dann immer wieder versucht, unsere Maschinen zu kopieren. Das haben sie jetzt 20, 30 Jahre lang, 10, 20, 30 Jahre lang versucht, also wie auch in vielen anderen Bereichen, nur bei den Maschinen, sowie auch bei den Verbrennermotoren, und deswegen sollen sie abgeschafft werden, meiner Meinung nach. Bei den Maschinen konnten sie das nie wirklich so kopieren und bis zu dem Punkt, wo sie jetzt mehr oder weniger sind, dass sie schon so weit fortgeschritten sind, dass sie mehr oder weniger die Maschinen genauso gut und billig bauen wie diese deutschen Hidden Champion Maschinenbauer. Nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass China ein bisschen smarter ist, was Subventionierung betrifft und generell ganz andere Produktivitätsvorgaben und Möglichkeiten und Human Resources und Labor Capital und so weiter eine ganz andere Kalkulation haben und dann auch noch seltene Erden und allem anderen alles Mögliche, sodass sie die Maschinen letztendlich mittlerweile so gut bauen können wie wir hier in Deutschland, ne, dieser namhafte Maschinenbauer, und da gibt es ja immer noch massenhaft, das ist ein ganz großes Standbein der deutschen Wirtschaft letztendlich, aber viel günstiger. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt sagen wir mal einer bin, der für viele Millionen Euro Maschinen einkaufen möchte und ich sehe jetzt hier, okay, hier ist der Chinesische, der ist jetzt genauso gut mehr oder weniger wie der Deutsche, aber halt nur die Hälfte kostet mich das. Okay, ich würde zwar gerne, immer noch gerne beim Deutschen einkaufen, aber allein schon wegen dem Namen, wenn sie jetzt gleich teuer wären und gleich gut, würde ich den Deutschen vielleicht noch nehmen, weil das ist einfach so Tradition, ne? Aber der ist jetzt halb so günstig. Shit, ja? Kaufe ich den Chinesen. Ja? Kaufe ich beim Chinesen ein. Und das ist letztendlich was, die schon auch seit einigen Jahren, also es gibt viele Dinge, über die ich jetzt hier erzählen könnte, aber es erodiert natürlich sozusagen die Marktanteile, und das ist natürlich ganz, ganz böse. Also, was überlegen Sie sich schon seit vielen Jahren? Die Maschinenbauer, die deutschen Maschinenbauer, also wirklich die Creme de la Creme der deutschen Volkswirtschaft. Okay, wie können wir das Ganze veredeln? Und zwar so, dass wir uns wiederum von unseren Mitbewerbern abheben. Und das ist genau der Punkt mit individueller Softwareentwicklung. Prinzipiell musst du dir immer, immer, immer Gedanken machen. Wann macht individuelle Softwareentwicklung Sinn? Wenn ich ein Produkt per Definition, ein Softwareprodukt, eine Softwarelösung baue und ich mich mit dieser, weil sie eben individuell ist, also einzigartig, so stark von meinem Mitbewerber abheben kann, dass ich mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil erarbeite, der Faktor 5, 10, 20, Faktor 120, ja, beliebig skalierbare Software, gegenüber meinem Mitbewerb. Und das ist genau dieser eine Punkt hier bei dem Thema digitale Begleitprodukte, wo ich jetzt lange ausführlich beschrieben habe, Maschinenbauer. Es gibt noch andere Bereiche,
ja, Baubranche etc., da geht es gerade nicht so gut. Deswegen Maschinenbauer. Okay. Und dann wir bei Klein Marketing ja schon seit Jahren immer wieder unsere Listen aufgebaut und so weiter. Also haben wir echt einen großen Schatz an Kontakten, hunderte von Kontakten, tausende von Firmen schon uns aufgebaut. Und deswegen können wir da auch einen Shortcut liefern, auch operativ für unsere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten wollen bei Klein Marketing. Also gerne bei uns einen Termin buchen. Und viele sind immer wieder überrascht, was wir da alles bewegen können, ne? Mit ein paar Wochen, ein paar Monaten Arbeit. Das ist echt der Wahnsinn. Und das ist sozusagen, wo du jetzt hast. Und die suchen händeringend nach Softwareingenieuren. Die suchen händeringend nach Leuten, die auch, sagen wir mal, konzeptionelle Ideen mitbringen, die, sagen wir mal, auch im Prototyping schon mitwirken können, schon unterstützen können und so weiter. Das heißt, Architekten, nicht nur Entwickler, die einfach, sagen wir mal, eine Anforderung runtertippen können, das auch, aber halt auch Leute, die quasi mitgestalten können. Ja? Also sehr, sehr hochrangige Softwareentwickler. Und das sind ja häufig auch meine Kunden. Ja? Und da kannst du letztendlich auch einen Stundensatz verlangen, der 20, 10, 20, 30, 40 bis zu 50% höher ist, als wie das, was du normalerweise eventuell verdienst. Ja? Warum? Weil hier natürlich der Leverage, der Hebel, ein Vielfaches größer ist. Also da geht es ja wirklich teilweise um die Wurst. Da geht es ja letztendlich darum, im wettbewerbsfähig zu bleiben, im globalen Wettbewerb, ja, also mit China und was weiß ich alles. Und von daher digitale Begleitprodukte bei Maschinenbauern zum Beispiel. Es gibt natürlich auch digitale Begleitprodukte bei anderen Branchen, aber das ist halt eine der wirklich ganz, ganz starken Branchen, wo das jetzt aktuell auch wirklich stark, stark an Fahrt aufnimmt. Ja, also schon seit einiger Zeit, aber zunehmend. Okay, dann der zweiter Punkt ist letztendlich das Thema Old Economy, Digitalisierung. Ja. Ich kürze es mal ab. Digitalisierung, digitale Transformation, Old Economy. Du glaubst es nicht, wenn du jetzt mal rumreisen würdest. Mal angenommen, du hast jetzt 2, 3 Wochen Urlaub und du würdest jetzt in diesen 3 Wochen einfach nur quasi jeden Tag irgendwo vornehmen, 2 bis 3 Industriebetriebe zu besuchen. So richtig Old Economy, ja, so Werkzeugbauer, Maschinenbauer, Elektroteilehersteller, you name it, ne? So die tragenden Säulen, ja, der deutschen Volkswirtschaft. Und da würdest du wahrscheinlich bei jedem Dritten würdest du vorfinden, dass sie teilweise noch mit Excel-Sheets irgendwie arbeiten. Ja, Daten von links nach rechts schicken, ja, Datenduplikate überall rumliegen haben, ja, keine zentrale Datendrehscheiben haben und dergleichen und dergleichen. Also, das ist sozusagen das ist der zweite ganz große Punkt hier. Das ist der erste, ja, das ist der zweite, Old Economy, digitale Transformationsunterstützung. Und das können ganz kleine Projekte sein, so 20, 30, 40.000 Euro, so als Einstieg. Ne? Wenn es ein großer Laden, ist es auch sehr, sehr, geht es eben schnell auch. Ja? Teilweise gibt es dann auch so ein sogenanntes Pocket Money, ja, wo ich dann einfach letztendlich, ohne dass ich jetzt halt vom Einkauf, wenn ich jetzt IT-Leiter bin, kann ich das einkaufen bis zu einem gewissen Betrag. Manchmal ist es 10.000 Euro, manchmal 5, manchmal nur 2.000 Euro. Aber immerhin, ne? Also ich kann zum Beispiel jetzt von dir einen Tagessatz buchen für 1.000 Euro oder 999 oder irgendwie sowas. Ne? Da gibt es dann so ein Limit intern bei denen. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie das nochmal freigeben lassen, erstmal zum Einkaufen und wieder zurück und dich erstmal listen lassen, dies und das und jenes. Und wenn man also viel in Kontakt ist, also zum Beispiel wie wir jetzt für unsere Kunden auch machen, also viel Akquise-Kontakt machen für unsere Kunden und so weiter, dann wissen wir natürlich, okay, bei der Firma ist dieses Limit 1.000 Euro, bei der Firma ist es 5.000, hier sind es 2.000 Euro. Ne? Das notieren wir uns natürlich alles. Ja, schön brav in unsere CRMs rein. Hier unten auch gerne einen Link zu den CRMs und Tools, die wir nutzen. Kannst du dir gerne mal anschauen, ob dir das vielleicht auch genehm ist, diese Tools. Kannst du kostenlos einen Monat lang testen, wenn du unseren Link benutzt. Und hier in den Shownotes hier unten. Und dann ist es halt so, dass wir da halt reingehen und sagen, okay, wir haben einen bestimmten Painpoint. Hier haben wir einen coolen Dienstleister, ja, der hat sich spezialisiert auf individuelle Softwareentwicklung. Ja, der hat diesen jenen Tech-Stack. Ist das interessant für dich? Ja, nein.
Und dann geht er eben da rein, macht eben einen Tag Workshop oder 4 Stunden oder einen halben Tag oder irgendwie sowas, ne? 1000 Euro. Und dann hast du da sozusagen zum Beispiel schon mal zum einen Minimum Viable Product oder Proof of Concept oder einfach mal bei diesen kleineren Projekten reicht meistens ein Tag oder zwei, einfach mal einen Fuß in die Tür. Ja? Und das ist also beidseitig halt sehr sinnvoll. Und gleichzeitig ist es immer so, ja, wenn jemand schon mal bei dir eingekauft hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch rein psychologisch höher, dass er bei dir nochmal nachkauft. Also von da an diese kleinen Mini-Fuß-in-die-Tür-Angebote auch niemals unterschätzen, auch wenn sie dir jetzt nur 1000 oder 2000 Euro bringen oder sowas. Ja. Und es geht jetzt nicht auch so Sachen um Time to Cash. Ne? Also wenn du quasi jetzt innerhalb von ein paar Tagen 1000 Euro oder 2000 einverdienen kannst, kannst du das ja schon wieder in Werbung stecken zum Beispiel. Ja. Das wäre so der zweite große Punkt. Also der erste große Punkt ist digitale Begleitprodukte, zum Beispiel Maschinenbauer, Baubranche, andere viele Branchen, auch Consumer Products, ja, Waschmaschinen, Miele und so weiter, wie sie alle heißen. Ja, die sind jetzt auch nach Polen gegangen, aber auch noch immer hier. Und dann zweitens Old Economy, digitale Transformation. Ja. Und hier möchte ich einfach mal einen dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist manchmal orange, weil er auch so wichtig ist. Das sind letztendlich das habe ich vorhin schon mal angesprochen, aber es ist wert, dass ich sie nochmal anschreibe. Fleckenteppiche. Was meine ich damit? Ja, es sagt ja schon der Name, ne? Ein Fleckenteppich ist halt ein Teppich mit lauter Flecken drin und sehr unangenehm. Das heißt, Firmen, die einen Fleckenteppich vorhaben, die schleifen die häufig Monate, jahrelang mit sich rum und dann wird immer schlimmer, weil sie einfach prokrastinieren. Das ist auch so eine alte deutsche Krankheit, ne? Prokrastination. Ja, morgen wird alles besser, morgen, morgen, morgen. Manana, manana, manana. Ganz so schlimm wie die Spanier sind sie noch nicht, die Deutschen, aber naja, nahe dran manchmal. Aber früher oder später kommt der Punkt, wo dann manchmal sogar irgendwie ein neuer Investor oder eine neue Geschäftsführung oder letztendlich die gesamte Führungsriege wird erneuert. Da kommen einfach junge Leute nach und dann sagen die: Hey Leute, was haben wir denn hier für einen Salat? Ja, an 17, 18 verschiedenen ERP-Systemen auf der ganzen Welt verstreut, das geht so nicht. Wir können hier keinen zentralen Einkauf machen, wir können hier keine zentrale, wir haben keine zentrale Bestellnummern. Ja, also für die gleichen Teile, die teilweise von unterschiedlichen Standorten auf der Welt eingekauft werden. Wir nennen aber die Teilenummer unterschiedlich, so dass wir das nicht zentral in unserem System verwalten und einkaufen können. Und dadurch haben wir einen Wettbewerbsnachteil, weil wir natürlich geringere Bestellmengen einkaufen. Also wir kaufen quasi von Standort Indien, Standort Türkei, Standort Südamerika, Standort Deutschland, Standort Frankreich, jeweils 50.000 Einheiten ein, anstatt dass wir zentral insgesamt 500.000 Einheiten einkaufen würden, wenn wir das alles konsolidiert hätten in einem System mit den gleichen genormten Artikelnummern und so weiter. Und dadurch hätten wir dann, könnten wir quasi beim Verkäufer einen Rabatt von 5 bis 10%. Also ich erfinde das jetzt mal, aber das ist de facto Realität, 5 bis 10% uns quasi rausholen. Ja, also jetzt kann ich einfach sagen, okay, wie häufig machen wir welche Bestellungen, ja, zu welchem Preis insgesamt? Das sind dann gut und gerne mal, sagen wir mal, 20 Millionen Euro oder auch 100 Millionen Euro, je nachdem, wie groß eben die Firma ist. Dann sind wir wieder bei dem Thema, warum wir für unsere Kunden prinzipiell sehr gerne Enterprise-Lösungen platzieren und auch die entsprechenden Zielgruppen, weil dann einfach die, sag mal, die marginalen Hebeleffekte, die du durch Software und Lösungen und individuelle Softwarelösungen und so weiter etc. Sozusagen erwirtschaftest, natürlich um ein Vielfaches größer sind. Also wenn wir jetzt hier quasi eine Firma haben mit 27 Standorten auf der Welt verteilt, ne, und die haben letztendlich einen Hebel, wo sie einfach mit jeder Bestellung nochmal 1 Million Euro einsparen, weil sie einfach die Bestellung zentralisieren können.
Und die bestellen, sagen wir mal, zweimal im Jahr, dann sind das 2 Millionen Euro Einsparungen im Jahr. Und wenn jetzt du sagst uns, okay, wir bauen für dich die Software, die kostet 500.000, dann ist es halt letztendlich eine Milchmädchenrechnung, dass ich die Software dann innerhalb von 1, 2 Jahren maximal gerechnet hat mit einem Faktor 3 bis 5 hinten raus. Ja, mit allen Nebenkosten und Tralala und so weiter und dann noch Hosting und dies und das und jenes. Und ich kann dir eins versprechen, wenn eine Geschäftsführung oder auch ein Controller oder ein CFO sagt, sieht, okay, die Software, die individuelle Softwarelösung, die wir hier jetzt gerade einkaufen, das Ganze dauert, das zu entwickeln, dauert ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder vielleicht auch, wenn es größer ist, 2 Jahre. Und dann brauchen wir nochmal 1 bis 2 Jahre oder 3, bis wir das wieder einen Return on Invest haben, einen positiven. Okay, dann haben wir hier insgesamt einen Timeframe von 2 bis 3 Jahre. Es gibt keinen CFO, der irgendwie einigermaßen bei Verstand ist, der nicht sagen würde, okay, das machen wir, weil wir natürlich dann auf die nächsten 10 Jahre hier massiven, also Faktor 100, Faktor 1000, whatever, für ein Einsparungspotenzial ja eben haben. Ja, okay. Und häufig sind es dann einfach intern nur noch ein paar politische Gremien und dergleichen, die dann einfach bei den größeren Projekten da hier noch ihren Servus draufgeben müssen und dies und das. Und das Ganze muss dann einfach noch priorisiert werden, weil man hat natürlich als so eine große Organisation hat man natürlich noch ganz viele andere Themen. Und dann geht das Ganze. Ne? Man braucht jetzt bei den größeren Projekten man auch ein bisschen mehr Geduld und so weiter, bis eben diese ganzen Gremien dann alle ihren Servus gegeben haben. Ja? Aber letztendlich ist es ein Horizont, wo du da 1, 2, vielleicht sogar mit Servicevertrag und so weiter 5 Jahre einen Kunden oder sowas haben kannst und mit dem dann gut 1 Million Euro mit einem einzigen Kunden, mit einem einzigen Lead, ein einziges Lead, wo wir dir sozusagen gebracht haben hier bei Client Marketing, eine einzige Sales Opportunity kann dir locker 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Euro bringen auf einen Zeitraum der nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre. Und das ist ja auch eigentlich jetzt kein Hexenwerk in dem Sinne. Man braucht halt eben die ganzen Grundvoraussetzungen, die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das Netzwerk, das Vorarbeiten, die Listen, die Kontakte und all das und dann einfach wissen, wie man halt einfach diesen Product Market Fit, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, unbedingt mal anschauen, verlinke ich euch. Ja, einfach macht. Ja, einfach machen letztendlich und nicht prokrastinieren. Und deswegen so hol dir bei uns auf jeden Fall einen Termin für eine Strategie-Session. Das waren jetzt hier mal 3 große Bereiche, die wir ständig und immer wieder hören. Ja, ich persönlich, aber auch meine Mitarbeiter hier, wenn wir proaktiv für unsere Kunden Vertriebsunterstützung betreiben. Ich freue mich auf dich, aufs nächste Video und dann heißt es wieder, sei dabei mit Thomas Klein. Happy Hunting. Bye bye. Ciao.